Moin, moin meine aktiven Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem YouTube-Video von mir. Jo meine lieben Freunde, heute zeige ich euch mal beim Makita Akkuhobler DKP180 die hohe Messerwechsel, die sind jetzt da komplett hier und ich würde sagen, lahm mal nicht lang, gehen wir es mal klar, let's go! Genau, als erster starten wir gleich mal, dass wir den Akku rausgeben, ist immer wichtig, Akku brauchen wir keinen. Dann geht's weiter. Ich glaube, man sieht da eh, die Hobelmesser, die sind einfach komplett hinig. Also da kann man nichts mehr benutzen. Das schaut nur jetzt ein bisschen besser aus, aber auch nicht mehr gut. Nimmt man sich einfach den Sechskantschlüssel, der immer dabei ist im Karton, und schraubt einmal die ganzen Schrauben eben da auf die drei. Wenn man die Schrauben dann aufgeschraubt hat, dann sieht man da direkt, dass da meistens viel Dreck ist, darum blase ich den dann immer gleich direkt aus, den Hobler, dass da eben dann wieder alles schön frisch gereinigt ist. Aufpassen auch beim Ausschrauben, es kann dann sein, dass Teile vom Hobelmesser, wenn das kaputt ist, in der Mitte gespalten ist, so wie es jetzt wahrscheinlich auch haben, dass die rausfallen und dass man da einfach schaut, dass die nicht am Boden fallen. Als erstes hat man da mit den Platten, da ist meistens dahinter, ich glaube man sieht sehr viel gut, voll viel Dreck, wird dann gleich ausblasen gehen und da sieht man dann schon das Hobelmesser, was wir eben da haben, und dann haben wir da unsere Einspannplatten. Ich tue das immer so auf den Tisch, dann fällt alles schön außer, und auch wenn jetzt beispielsweise Stückchen dabei sind, dann macht das nichts. Also da sieht man auf jeden Fall, man hat auch ziemlich viel Dreck, und das ist jetzt in dem Fall jetzt das kaputte Hobelmesser. So schaut jetzt das kaputte Hobelmesser aus, ich glaube man sieht es eh, die eine Seite da, man sieht da volle Cut. Also bei der einen Seite sieht man ja volle Cut da beispielsweise oben. Und die andere Seite, die schaut jetzt auch nicht so viel besser aus. Ich weiß nicht, warum die Kamera gerade nicht fokussiert. Die andere Seite oben, die schaut jetzt noch besser aus. Das heißt, das kann man auch wieder aufheben. Für andere benutzen. So, dann gehe ich da erst gleich mal reinigen, weil die sind komplett dreckig. Ich hab die jetzt gleich runtergeblasen mit der Druckluft, schaut wieder super aus. Und jetzt kann man sich gleich sein neues Hobelmesser wieder schnappen. Also die Hobelmesser selber, die sind sehr scharf, muss man aufpassen, dass man sie nicht schneidet. Und dann schnappe ich mir wieder meinen Hobler. Dann habe ich da unten nicht mehr ganz normale Platten, die dann eben rennt am Keule am rechts. Und man sieht bei mir, die ist da schon ziemlich hinig, ziemlich viele Cuts sind schon drin. Das ist einfach, weil ich schon sehr viel damit gearbeitet habe. Und dann schnappe ich mir wieder meine Platten. Das da unten mit der Einkerbung, das gehört so rein in den Schlitz da unten, den man da unten sieht. Wenn er reingeht, dann kann ich es euch sagen, genau, also da geht der rein. Und dann schnappt sich es euch ein Hobelmesser, ist egal welcher Seiten bei einem neuen, ist dann eben alles Wendemesser, das heißt die kann man zweimal benutzen, wenn es nicht bricht, bei mir brechen es meistens, weil ich meistens dann in einen Schrauben eine Hobe oder sowas. Genau, und dann schnappt man sich wieder so ganz normale Deckplatten, die gibt man so drauf, dass die zwei Löcher eben unten sind, zack, und dann schnappt man sich schon Schrauben. Ich mag es immer so, ich beiße einmal den ersten an, weil dass man nachher das Hobelmesser noch verschieben kann, und dann den zweiten eben dann links außen und dann den mittleren noch ein bisschen reindrehen. Da sieht man dann da auch schon das Hobelmesser und dann schaut man einfach, dass es da nirgendwo schert, und dann kann man den wieder zusammenschrauben. Man sieht da jetzt auch rechts, ist bei mir da schon, ich hoffe man erkennt es auf der Kamera, da schon so ein Cut drinnen, weil da ist das Hobelmesser mal zu viel nach links gespannt gewesen, das ist halt nicht gut. Und rechts ist halt eben das Alu und da bricht es halt gleich direkt ab. Also da muss man einmal ein bisschen schauen und aufpassen, dass das Ganze dann da gescheit und richtig eben drinnen ist. Und dann einfach alle Schrauben wieder fest anziehen. Ich fange immer mit dem Mittleren an, den schrauben wir einmal handfest fest und dann schaue ich, ob die anderen zwei passen, beziehungsweise ob das komplette Wendeschneidmesser, so heißt hier richtig, dass man das dann eben schön drinnen ist. Genau, jetzt sind die einmal handfest angezogen, die ganzen Schrauben. Das heißt, so schaut das Ganze dann eben aus. Man sieht es jetzt, die sind fest und man kann es dran. Dann drehe ich mal eine Runde und höre mal, ob irgendwas schert. Und wenn eben nichts schert, dann ist es ein gutes Zeichen, das heißt das Hobelmesser steht nirgendwo und es sitzt alles perfekt.
So schaut jetzt die zweite Seite aus vom hohen Messer, also komplett abgebrochen. Da bin ich voll Gas in den Schrauben, wo ich nicht komme, weil das ist auf jeden Fall nicht so geil. Und die werden wir jetzt auch gleich wieder machen. Das heißt, wieder aufschrauben, die drei Schrauben. Da muss man sagen, ist das wirklich ein super Gerät. Er hobelt das alles sehr gut und da darf man wirklich nichts sagen. Also Überhitzung habe ich bei dem Hobel auf jeden Fall noch nie gehabt, nie gesehen. Man merkt auf jeden Fall, die Akkus, die nimmt er ziemlich her, weil bei 2 mm 1,5 ist jetzt ein bisschen mehr eingestellt. Da merkt man schon, dass auf jeden Fall alles weggeht. Genau, und jetzt ist wieder wichtig, dass man eben schaut, schert eh nichts, dass da eben auf der Seite nichts schert, weil so kann man sehr viele Unfälle bzw. auch Sachschäden dann vermeiden. Ich hoffe, die Kamera fokussiert jetzt einmal. Ich glaube, jetzt sieht man es da, die Seitenabstände eben rechts zum links zum Plastik, Entschuldigung, und rechts zum Alu, dass es eben passt. Da haben wir das erste und da haben wir dann das zweite Hobelmesser. Also da sieht man auch, passt alles. Da kann man es einmal eine Runde dran und schauen, ob irgendwas schert. So kann man auch gleich mal was sehen. Und wenn dann nichts schert, dann würde ich euch nur mal empfehlen, dass ist das alles nur mal fest antraht. Mir sind Schrauben noch nicht locker geworden, also da kann man auf jeden Fall nur auf Holz klopfen. Aber schau immer schauen, dass man die ziemlich fest macht, weil halt doch durch die ganzen Späne, durch die Umdrehungen und die komplette Vibration halt sich dann doch die Schrauben lösen. Also immer, wenn ich hohe Messer wechseln tue, die gängen nie schwer auf. Also es ist jetzt nicht das leicht aufgängen, dass man schon fast entgegenkommen, das nicht. Aber sie gängen auf jeden Fall schon viel deutlich leichter auf, wie ich es zugemacht habe. Da auch immer drauf achten. Wo wir dann nur drauf achten werden, ist, ob das hohe Messer gerade eingespannt ist. In, ich sage einmal, 99% der Fällen ist es eh gerade, ist es eh passend eingespannt, aber darum war ja ausblasen, dass eben kein Schmutz, keine Späne oder irgendwas mehr drinnen sind. So, jetzt habe ich das alles festgemacht und jetzt schauen wir sich das noch an. Das heißt, man schaut dann so von der Seite drauf, also in dem Fall so, und dann kann man sehen, ob da eh überall der gleiche Abstand ist. Ich glaube, auf der Kamera sieht man das ein bisschen schlecht, aber ich kann euch sagen, da ist überall derselbe Abstand, das heißt, das passt eigentlich so dann wunderbar. Von so vorne so drauf zum Schauen aufs hohe Messer kann man es auch erkennen. Und das Ganze machen bei dem anderen Messer auch noch. Man sieht, es liegt richtig schön drinnen in der Kerben. Man glaubt, das ist draußen von der Kerben, wenn man da jetzt schaut, ja. Das kehrt aber so. Das heißt, es geht gar nicht anders und das passt so. Und so haben wir auch den gleichen Abstand eben. Also das passt perfekt. Gut, dann kommen wir zum Praxistest. Wir schnappen uns wieder unseren Akku, machen den rein und dann schauen wir, ob es schön rennt. Also man sieht ja auf jeden Fall, es rennt sehr schön, man hört nichts. Ja, der Hobler quietscht, das ist jetzt der Curium, der gehört dann irgendwann einmal ausgewechselt. Das ist richtig, aber so passt es. Somit war es das vom Video vom Hobler eben, vom DKP180Z. Ich sage danke fürs Anschauen vom Video und bis 60 beim nächsten Video, wenn es wieder heißt.